Also ich glaube, ich haben alle unterdessen begriffen, dass die gesamte Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland ohne Wasserstoff nicht funktionieren wird. Und Brandenburg hat dafür die Voraussetzung, dadurch, dass wir bundesweit den höchsten Ausbau an erneuerbarer Energie haben und damit die Möglichkeit haben, auch diesen Wasserstoff über Elektrolyseure zu gewinnen. Und ein Viertel dieser Leistung ist hier unten in der Lausitz und damit hat man die Wechselwirkung auch mit dem Strukturwandel hier. Wir müssen sehen, dass das hier mit aufgebaut wird und auch entsprechende Arbeitsplätze schafft. Es gibt mehrere parallele Aktivitäten. Das eine ist, dass wir die ganze Zeit mit dem Bund in Gesprächen sind, weil die müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, sonst bleiben Wasserstoffprojekte bis auf Weiteres nach wie vor unwirtschaftlich. Das zweite ist, wir versuchen Netzwerke zusammenzuführen von denjenigen, die solche Elektrolyseure herstellen, weil wir wollen sie nicht nur bei uns an den Windkrafträdern installieren, sondern wir möchten eigentlich, dass sie in Brandenburg gebaut werden und dafür möchten wir Firmen für die Ansiedlung hier in der Lausitz gewinnen. Das sind eigentlich die beiden Hauptaktivitäten.